Hallöchen, meine Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von Bro-Tato. Heute werden wir den Charakter Unternehmer spielen. Ihr seht es schon, der hat minus 25% Itempreis. Also, wenn wir irgendwo in einem Shop sind, müssen wir 25% weniger bezahlen. Dann Erntenmodifikationen werden um 50% erhöht. Das heißt im Klartext, wir werden ganz viele Items mit Ernten benutzen. Erhalte 25% zusätzliche Materialien durch das Verwerten von Items. Spricht er für sich selber, ne? Erhalte minus 100% deiner Materialien am Anfang einer Welle. So, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob wir alles, was wir an Materialien haben, dann einfach weg ist. Da bin ich mir noch wirklich noch nicht sicher, deswegen werden wir den heute mal testen. Und, achso, Schadensmodifikation wird um 50% verringert. So, wir spielen den ganzen, den guten Kerl hier mit Shurikens. Und Gefahr 5. Und schauen mal kurz, was er kann. So. Wir müssen echt mal schauen, kann ja sein, dass wir dann wirklich am Ende einer Welle, also wenn wir am Ende nicht der Welle, sondern am Ende des Shoppings, dann auf einmal minus 100% Einnahmen haben. Das heißt vielleicht, dass wir dann keine Sachen bekommen. Also das dürften wir jetzt theoretisch gesehen, dürfen wir jetzt nur 5 haben, kann das sein? Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. So, wir müssen mal gucken, entweder auf Ernten, auf Crit oder so Attack Speed so in die Richtung. Wir können natürlich dann auch später so auf Nahkampf und sowas geht, aber jetzt ist hier gerade gar nichts dabei, wo ich sage, okay, geil. Wir nehmen aber trotzdem mal Avoid. So, okay, doch. Vielleicht dann danach. Ich weiß aber noch nicht, was das mit den 100% auf sich hat. Vielleicht muss man ja auch erstmal schauen. Ja, okay. Deswegen Ernten. So, also wir brauchen unbedingt Ernten, weil wir dann am Ende wieder 0 haben. Also nach jedem Shopping haben wir 0 eingenommen. So. Das heißt, wir können auch nicht horten. Somit müssen wir immer alles ausgeben, was wir haben. So. Gut. So, jetzt hoffen wir mal ernten. Nee, aber der Attack Speed ist okay. So, wir haben hier einmal nichts. So, dann können wir hier Shuriken mitnehmen. Wie gesagt, wir müssen mal schauen, dass wir alles, was wir so ist, auf Ernten gehen. Ne? So, nochmal Shuriken. Hier ist nichts. So, jetzt dürfen wir wieder 0 haben. Wir haben noch 6 angeblich. Wir haben 0, ne? Genau. So. Gut wäre es, wenn wir jetzt mal so ein bisschen was, wie gesagt, auf Ernten kriegen. Wir haben ja aktuell 0 Ernten. Und super wäre es jetzt, wenn wir jetzt schon mal die ersten Sachen definitiv kriegen. Recht roll ich auch einmal. Mal gucken. Wenn wir es jetzt nicht am Anfang direkt kriegen. So. Die Krone wäre halt super. So. Oh, Level Up noch gekriegt. Sehr gut. So, wir haben jetzt hier Hände. So, die nehmen wir definitiv mit. So, was haben wir jetzt noch? Herz für Leben wäre halt ganz okay. Wir könnten aber auch Bizeps, weil wir brauchen auch ein bisschen Schaden. So, Messer, Dünger für Ernten definitiv mitnehmen. So, Neuwürfeln. Das haben wir nix. Hier nehmen wir nochmal Shuriken. Oh, shit. Den können wir sperren. Das ist ganz shitty. Okay, ist immer noch gesperrt. Immer noch gesperrt. Ja, okay. Shit. Okay, ich hätte die blauen nehmen sollen. Hätte ich wenigstens nicht so viel Geld gerastet. So. Haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen ernten. Das ist schon mal gut. Weil, wie gesagt, wir haben ja Ernten. Hat er ja Erntenmodifikator wert um 50% erhöht, ne? Und 25% kriegen wir mehr nach Beenden einer Welle, ne? War das doch, ne? Zusätzlich Materialien durch das Verwerten von Items. Achso, Verwerten von Items, okay. So. Wieder ein Level Up, nice. So. Ja, Unternehmer, ey. Aber auch interessante Namen für die ganzen Charakter. So, wir hätten jetzt hier Fernkampfschaden, brauchen wir nicht. Hier nehmen wir den mit. Oder mal auf Leben. Wir gehen einmal auf Leben. So, jetzt nehmen wir die Shuriken mit. Das brauchen wir alles nicht. Dünger nehmen wir mit. Die Frage ist jetzt 15, 30. So, wir könnten hier kombinieren. So, damit haben wir schon mal 4 blaue. So, das passt. So, ihr seht ja auch, dass die Shuriken immer weiterfliegen. Ne? Das ist ja der Sinn der Shurikens. So. Bam, badam, badam, badam.
Könnt mir gerne mal, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, wie ihr den Charakter gespielt habt oder ob ihr überhaupt schon mal gespielt habt. Ich finde ihn halt bis jetzt interessant, ne? Weil im Endeffekt du hast nach jeder Welle keine Münzen mehr, die du ausgeben kannst. Es ist super interessant eigentlich, wenn man sich drüber nachdenkt. So, du musst halt deine ganzen Münzen halt ausgeben. So. Um ein Level geht noch. Ja, nice. So, wie viel haben wir jetzt? 167, 17. Wir sollten nochmal auf Ernten gehen. Angriffstempo können wir nochmal gehen. So, jetzt hätten wir nochmal ein blaues. Machen wir mal so. Haben wir noch? Landminen brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ja, Dünger, das können wir mitnehmen. Stock, nee. Das ist alles Käse. So, jetzt haben wir zwar schon mal die blauen. Das können wir mal sperren. Damit kriegen wir halt wieder Ernten, ne? Ich hoffe mal, dass die Krone nochmal kommt. Die würde ich gerne haben. So. Oder der Traktor geht halt noch, ne? So. Der Traktor hat ja 40 Ernten und ich glaube Tempo weniger oder irgendwas war das, glaube ich, ne? So. Dip, dip. Läuft gut. So. Au. So. Okay, wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht ein bisschen Damage kriegen. Wir nehmen mal Crit mit. Was haben wir denn noch? Kleines Magazin. Das Dünger nehmen wir definitiv mit. Kleines Magazin braucht man nicht. Sammelradius nicht. Shuriken. Frage ist jetzt, bleiben wir jetzt weiterhin auf blauen Shurikens? Wir könnten es so machen. Wir könnten das und das hier, ne? So, würfeln. Brauchen wir auch nicht. Hier nochmal blaues Shuriken, sind wir bei lila. Hat den Itemkaufpreis um 5% verringern. Machen wir mal mit. Eben mit Bart braucht man nicht. So, Köder wäre vielleicht noch eine interessante Geschichte. Dann kriegt man nämlich noch zwei Items, die wir vielleicht verwerten können. Dadurch können wir dann ja wahrscheinlich, kriegen wir mehr von den Materialien. So. Bap, bap, bap. Der Unternehmer ist echt eine interessante Klasse. Also, keine Ahnung. Könnt mir gerne was sagen, wie ihr das seht. Aber ich finde ihn wirklich sehr, sehr skurril. So. Schnell weg. So. Aber Lebenregeneration habe ich auch echt wenig, ne? Da müssen wir auch mal gucken. Dass wir vielleicht ein bisschen LP-Rack irgendwo nehmen. Einfach damit wir so ein bisschen haben wenigstens. So. Wir zählen, wir haben zwei Level-Ups. Oh. Könnte man nicht einfach mal ernten? Wir nehmen trotzdem LP-Rack. So, jetzt ist die Frage, nehmen wir jetzt Crit oder nehmen wir Angriffstempo? Nehmen wir Angriffstempo. Das nehmen wir einmal mit. Jetzt haben wir Shuriken auf blau, das passt. Oriki Tomato. So, nehmen wir die mit. Garten. Das nehmen wir mit. Mal würfeln. Einmal würfeln wir noch. Aber gut, wir können eh durchwürfeln, weil das Geld ist ja eh weg, ne? 5 Ernten. Und ja, nehmen wir einfach mit. Dafür haben wir da mehr Ernten. So. Können wir alles, brauchen wir nicht. Gut, weiter geht's. So. Was ich interessant finde, wenn der mit Ernten stagniert, also wenn der mit Ernten Damage pusht. Das wäre auch nochmal interessant gewesen. So, da unten ist der mit dem Item. So. Noch ein Item. Sehr geil. So. So. Oh, noch eins. Ist ja. So. Sehr gut.
Die Items. Wie geil ist das denn? So, Schubkarre definitiv. Kompass braucht man nicht. Tempotechnik. Nochmal Schubkarre. Müssen wir schauen, dass wir Rüstung irgendwie ein bisschen hochkriegen. Das braucht man nicht. Ich würde gerne trotzdem Lebensentzug, einfach damit wir so ein bisschen durchgehendes Leben wiederkriegen. So, das brauchen wir alles nicht. Brille, nee, wir bräuchten diese andere Brille, die Sonnenbrille, da ist Crit drauf. LP-Technik, dein Tempo, nein. Können wir mal mitnehmen, das. Nee. So. Alles nix. Jetzt haben wir einmal schon auf Stufe 4, sehr gut. Ich bin gerade am überlegen, ob wir die kombinieren und die blaue mitnehmen. So. Hallo? Manchmal hängt das so ein bisschen, ne? So, der Frosch. Oh. Den Frosch sperren wir für nächste Runde. Frosch habe ich jetzt gar nicht geachtet. Hat man auch so gar nicht auf dem Schirm, muss ich gestehen. Ja, das ist so ein Item, was man eigentlich super selten benutzt. So. Der Traktor wäre nochmal ganz nice. Und wie gesagt, die Krone würde ich halt gerne noch haben. So. So. Hier viel EP rum, ey. So, den müssen wir schnell töten. Das Item, das brauchte ich noch. Boah, oh, ganz knapp vor Level 14. Metalldetektor nicht. Ja, die Rüstung. Dann haben wir weniger HP, aber wir hätten auf jeden Fall schon mal auf 0, ne? Ja, komm, die nehmen wir einmal mit. Das verwerten wir. Das definitiv. So. Ich wollte gerade sagen, nämlich der Schaden. Deswegen macht man auch Nahkampf bei Shurikens. Ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, wieso macht man Nahkampf bei Shurikens? Aber der Schaden erhöht sich ja um 50% mit jedem Nahkampfskill. So. Okay. Der kleine Frosch definitiv. Der kleine Frosch macht halt Sammelreichweite und 10 Ernten. Hat aber dafür 5 Ausweichen weniger, ne? Ist ja auch relativ egal. So, was machen wir jetzt? Dubioser Trank nicht. Nein. Das Sparschwein. Nee. So, jetzt haben wir auf jeden Fall durchgehend wieder. Kuchen nicht. Die Narbe. Schubkarre. Sind wir schon bei 200 Ernten? Geil. 230. So, Dynamit nicht. Nee. Flosse. Brauchen wir Glück? Cool wäre es, wenn hier mal wirklich mal was kommen würde. So, wir können mal hier drauf gehen. Ein bisschen mehr Rüstung wäre ganz gut. Ein Lebensabzug weniger. Das Pflanze nehmen wir noch mit. So, komm. Wir müssen eh ausgeben, von daher ist eh egal. Nochmal rollen hätte sich halt nicht gelohnt. So, so brennen wir noch mal ein bisschen die Gegner an und machen noch mal ein bisschen zusätzlichen Schaden, ne? So. Super easy. So, komm. Da ist eine Kiste, sehr gut, die nehmen wir mit. Wow, das war knapp. Was zu Futter mitnehmen? Das ist schon krass, die Shurikens, wie die hier rumfliegen, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Level Up wäre nochmal ganz nice. Gesagt, getan. So.
Nahkampf dafür Crit weniger. Nee. Das ist es mir nicht wert. Angriffstempo. Oh. So, jetzt ist die Frage, gehen wir auf Schaden oder gehen wir auf Crit? Oder Leben? Gehen wir auf Leben. Ich glaube, das ist sinnvoller. So, Schaden, das können wir mitnehmen. So, was haben wir hier noch? Teiler, ne, brauchen wir nicht. Schere, Messer, nein. Shurikens brauchen wir auch nicht mehr, außer nur noch Lilane. Also wir kombinieren die halt. Ja, wir machen das einfach. So. Auch mal eine Panikwurst. Da müssten wir Elementarschaden halt höher machen, ne? Das ist... So, hier vielleicht. Ne, da haben wir weniger Leben. Das. Köder nehmen wir mit. Einmal. So. So, jetzt haben wir wieder lila. Sehr gut. So, einmal machen wir noch. Wir haben überlegen, Froschsperren und Shurikensperren, die kombinieren und dann let's go. Ja, passt. So. Boah. Da habe ich jetzt gar nicht damit gerechnet, dass sie so viel aushalten. So. Ja, das Gute ist, dass die brennen. So. Let's go, komm. So. Junge, Junge, Junge. So, läuft gut. Kiste wäre halt noch geil gewesen, ne? Aber die ist mir jetzt gerade verwehrt worden. Aber dafür haben wir noch ein Level gekriegt. Tempo. Laufen wir schneller. Macht keinen Sinn. Crit. Ernten. Kombinieren. Das, das. Oh, bitte blau. Ach, schade. Nochmal Frosch. Würde gerne mal was Besseres haben, Es lohnt sich alles nicht. Vielleicht auch mal so eine Glaskanone oder sowas oder Flügel oder so. Das wäre vielleicht auch nochmal eine geile Sache. Aber das ist alles Quatsch hier. Hier Waffen. War alles nicht. Eissäge. So, ja. Hauptsache, wir haben jetzt 321 Ernten und wir haben viermal den Frosch. Aber wir haben halt, ja gut, wenn du Null hast, hast du halt Null, ne? So. So, mal gucken, was der Boss kann. Okay, Kugeln schießen, alles klar. Au. So. Oh, mich will ich töten. Oh oh. Wir gehen nicht. Komm halt nicht mehr ran. Komm schon. Los, nochmal pushen. Los, push, 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 push. Jawohl. Oh, das war jetzt aber ein Akt, ey. Auf jeden Fall mehr Schaden. 2 Glück pro 1% Crit. Minus 2% Rüstung. Ja, mal mit. Crit-Chance nehmen wir mit. Dünger. So, wir müssen jetzt aber trotzdem mal schauen, dass wir mehr Damage machen, weil das war jetzt Katastrophe. So. Alles Quatsch. Auch Quatsch. So, das macht keinen Sinn, weil wir haben minus 11, wir würden nie ausweichen. Daher macht das dieses Item zum Beispiel schon mal gar keinen Sinn. Auch keinen Sinn. Ignore Mist. Jetpack auch nicht. Nee, lohnt sich nicht.
Mal räumen wir noch. Schade, dass das Geld so schnell weg ist wieder, ne? Dass du nicht mal sparen kannst ein bisschen. Aber der Damage ist gerade auch sehr gering, muss ich gestehen. So. Müssen wir unbedingt den Schaden noch erhöhen mit den Leveln. So, ein Item, zwei Items. So. Bis jetzt läuft es ganz gut. Auch. Ich sagte es und er stürmt in mich rein. So, komm. Ah, musst du schon ein bisschen aufpassen, ey. Also, das ist schon. Das tut schon weh. Oh, komm schon. Boah, das brauchen wir alles nicht. So. Wir würfeln einmal neu. Mit der Krise. So. Einkampfschaden nicht. Giftonikum, Krone. Folter. 15 Max LP. Pro Sekunde regenerierst du 4 LP. Du kannst dich nicht auf andere Weise heilen. Eigentlich geil, oder? Eigentlich geil. Ich drück's weg. So, das. Wir haben eh keine Void. Ein lilanes Shuriken noch. So, hier gibt's nix. Angriffstempo vielleicht verringern. Dafür erhöhen wir unseren Damage. Machen wir. Das Coupon wird auch immer teurer, ne? So. Alles nicht. Handschellen. Nee, dafür sind wir auch zu niedrig, weil. Mist. Ich sag mal so, wären wir jetzt noch ein bisschen höher gewesen, so bei 70 rum, dann hätte ich das gemacht. Aber so kann es passieren, dass ich richtig hart aufs Gesicht kriege. So, wir nehmen nochmal die Steroide mit. So. Jetzt machen wir schon mal ein bisschen mehr Damage. Also von 24 auf 29. Yay. Ah, die Bosse werden nochmal knackig. Also ich glaube, die Bosse, die werden uns nochmal richtig schön aufmischen, sag ich mal. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir am Ende hin auf Nahkampf-Damage und auf allgemeinen Schaden gehen. Das wird nämlich richtig böse enden. So, den Baum. Die Welle 14 ist aber auch immer so eine Massenwelle, ne? Da sind immer so viele Gegner. Du kommst ja auch gar nicht mehr durch, um irgendwelche EP zu sammeln. So. Au. Au. Boah, das war jetzt am Ende nochmal richtig schön knapp. So, Elementar, Nahkampf, ernten zwei weniger. Ja, nehmen wir, machen wir so. Ist egal, auf die zwei ernten, wir brauchen mehr Damage. Werten. Hier 12% Schaden nehmen wir mit. Nahkampfschaden nehmen wir mit. So, Hand, das, Weisheit brauchen wir alles nicht. Das, das, das brauchen wir nicht. So, hier Shurikens haben wir sie endlich alle voll. Ist alles Mist. Junge. Shuriken haben eh eine Reichweite von die ganze Base, also die ganze Dings über. Von daher ist das eh egal. So, Narbe brauchen wir nicht. Hier ernten. Wenn ich das jetzt nehme. Ah, habe ich ja nur 4 Abzug, ne? Stimmt. Jetzt 519 Ernten. Ich nehme das hier trotzdem mal mit. Mich nervt das ein bisschen, dass die Rüstung so wenig ist. Ja, das lohnt sich jetzt nicht, das Rollen. So, let's go. So, jetzt machen wir einen Schaden mehr. Von 29 auf 30. Yay! Oder? Ey, warte mal, wieso machen die nur noch 20 Schaden? Ist das Feuer, was so viel Schaden macht, ne?
So. Ich sag mal, wir brauchen halt auch Angriffstempo, damit wir halt schneller Schaden machen, ne? Ihr müsst auch berechnen, wir haben ja einen Schaden durch den Unternehmer, haben wir Schadensmodifikator werden um 50% verringert, ne? Also, das ist ja alles, was wir an Schaden plus machen, machen wir halt im Endeffekt nur die Hälfte, ne? Das ist halt das Problem. So. So. Den Baum. Theoretisch gesehen müssen wir jetzt fast 1000 am Ende haben. Wieder. Ich doch. Maximal MP, Regeneration weniger. Nehmen wir mit. Ausweichen oder Rüstung. Gehen auf Rüstung. Shuriken braucht man nicht. Kupon lohnt sich halt auch nicht, ne? So, wir nehmen 80% weniger. Problem ist nämlich das jetzt mit, wir haben jetzt schon 600, ne? Komm, einmal ist okay. Es wird mich jetzt wahrscheinlich richtig das Genick brechen. Aber wir probieren es. Minigun, wie geil ist die denn bitte? So. Oh, schon wieder Folter. Ich will immer, dass ich Folter nehme, ne? So, Shuriken brauchen wir auch nicht. Angriffstempo. Ich kann nicht mein Angriffstempo durchgehend nach unten pushen. Das funktioniert nicht. So, schwere Geschosse. Fernkampfschaden, Reichweite, Angriffstempo, Crit. Nichts. Schaden, Angriffstempo. So, plus 2% Angriffstempo pro 1% Ausweichen. Das haben wir dann minus 34. So. Frosch. Ja, den können wir mitnehmen, weil wir haben eh 17%, daher ist es eh egal. So. Der sieht aus, ey. Und mit der Krone auf dem Kopf. Eine Krone auf dem Kopf und bin Unternehmer. So, weiter geht's. Komm. Ah, die Anstürmer kommen jetzt dazu. So, jetzt gehen wir kurz hier runter. Keine Bäume hier, ne? Das ist der Wahnsinn. So. Bäh. Das hat weh. Oh, fast Level 24. Oh, wir müssen hier. Also entweder Crit oder hier Schaden. So, was haben wir hier? Könnten auf Stagnieren gehen. Machen wir jetzt einfach. Wir bleiben jetzt bei 67, ist egal. So, Querschläger. Ich hoffe, das war jetzt sinnvoll, was ich da jetzt gerade getan habe. Das könnte mir nämlich richtig, richtig um die Ohren fliegen. So, Riposte bräuchte ich. Das könnte man nehmen. Hier, das meine ich. Wieder bei Minusrüstung. So. Oh Gott. Er kriegt halt durchgehend Damage, ne? Das müssen wir auch mal berechnen.
versuche gerade die ganze Zeit nur auszuweichen. Krieg ich den Boss nicht tot oder was? Mach den Boss tot. Okay. Plus zwei Elementarschaden. Auch nicht. Auch nicht. So, das bringt mir ja nichts, ne? So. Das bringt mir alles nichts. Das bringt mir alles nichts. Das ist Quatsch. Ich habe einen Ausweichwert von minus 32. So. Das ist alles Quatsch. Das ist alles Quatsch. Könnte man noch mal ein bisschen Damage reindrücken. Wir sind jetzt bei 24. 25, ja, okay. So. Ja, das ist alles Käse. Ich habe den Baum jetzt nur genommen, weil ich eh Geld übrig hatte. Schade, dass ich den Boss nicht besiegt hatte. So. Level 25. War ich schon mal so hoch bei einem anderen Spiel? Nee, gell? Also bei einem anderen Charakter? Nee, gell? Das wusste. So, 26. Hoffe ich. Ja. Das Problem ist, die Gegner, die fallen echt gut um, aber die Bosse halt überhaupt nicht. So. Nehmen wir einfach mal mit. Zwei Rüstungen. Ein. Rüstung nehmen wir mit. Crit nehmen wir mit. Heiler lohnt sich nicht. Recycling. Ja gut, jetzt auch nicht mehr, ne? Die Sense. Ich finde die so geil vom Design her. So. Könnte man unseren Feuerschaden halt erhöhen, ne? Alien Baby, Gegnertempo erhöhen. Boah, ich weiß es nicht. Mir fehlt auch so einiges wie ein Trophäe. Glaskanone, wie gesagt, so Flügel. So, das fehlt mir alles. Irgendwie kriege ich das nicht. Können wir auch gehen, weil wir kamen hier, sage ich mal, Überschuss. Daher ist das egal. Nee, mache ich nicht. Hier, Flügel. Tempo, Reichweite, achso, Elementarschaden weniger. Lohnt sich das? Lohnt sich doch gar nicht. Ich habe gedacht, das hat plus Elementarschaden. Ist jetzt doof. Also normalerweise kann man ja Flügel mitnehmen, ne? Weil Tempo und Reichweite ist halt sehr wichtig, sage ich mal. Du kommst halt sehr gut voran. So, was haben wir hier? Ist ja egal, weil wir haben eh noch plus. Das ist halt auch gut, weil du ja nur die Hälfte, also 12,5% sozusagen Schaden verlierst, ne, anstatt 25. Dafür prallen die aber halt nochmal gut ab, ne. So. Das ist voll geil mit den Anziehen, ne, das Gecko-Baby, ich mag das.
wenn du irgendwen tötest auf Range, dass dann nochmal die Materialien angezogen werden, finde ich halt voll geil. Weiß gar nicht, wie viel Prozent hat das? Echo Baby? 20%. Also jedes fünfte Material wird angezogen. Super. So. So. Level 27, ey. Au. Au. Okay, krass. So, wir haben jetzt plus 1200. Nehmen wir mit. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht mehr. So. Wir räumen einmal. Nehmen noch ein bisschen Schaden mit. LP-Regeneration. So, was haben wir hier? Roboterarm. Braucht man nicht, weil Technik. Weiter, Traktor lohnt sich halt nicht mehr. Außer wir würden halt Damage, sag ich mal, auf der Basis von Ernten kriegen. Ne? Wir haben jetzt hier 1500 Ernten. So. Ah. Das war so in der letzten Welle. Das war richtig doof. Kartoffel. Was ist denn Kartoffel? Max LP, LP-Regeneration, Lebensabzug, Schaden, Angriffstempo. Hey, das kriegt ja alles zu. Direkt mal mit dem. So, Messer. Das könnte man nochmal mitnehmen. Reichweite haben wir. Ein Wurm. Nee, Riposte vielleicht nochmal. So, das war's. Okay. Die Kartoffel ist ja mal OP. Also ich meine, es sind halt nur wenig Werte, ne? Aber trotzdem hat man einfach mal von allem alles. So. Los. So, Bosse. Heilige Scheiße, halt nicht viel aus. Muss ich sie eigentlich töten oder muss ich nur die Welle überleben? Weiß das gar nicht mehr. Au. Au. Jetzt beide auf halb oder was? Gut, wenn wir jetzt eintöten. Ja, einer tot. Aber den kriege ich nicht down. Oh, ich habe noch besiegt. Okay, das war aber schon sehr, sehr, sehr knapp. Heilige Scheiße. Also ich muss sagen, auch durch den Elementarschaden, durch den Feuerschaden, habe ich wirklich auch gerade so reingekloppt, ne? Plus 15 Glück, 18 Ernten. Wie cool. Ja, das war der Unternehmer, Leute. Der war echt knapp und wir haben nur auf 50% gespielt, ne? Ich hätte aber auch richtig nach hinten losgehen können. Ja. Somit sind schon mal ein paar wieder weg. Sehr, sehr geil. Durch Normalo kriegt man halt die Kartoffeln, ne? Durch hier Unternehmer haben wir jetzt den Filzhut bekommen. Mal schauen, was wir als nächstes spielen, Leute. Aber Leute, danke fürs Zuschauen. Natürlich bewertet das Video. Lasst gerne ein Like da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder von Brotato. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.